Ich mache jetzt mal eine göttlich gesegnete Waffe. Wir sind direkt vom Bossgegner. Und ich springe. Und spring rein, ich komme dir. Geh los. Ja, los geht's. Mordiella. Wir haben übrigens die Leiter runtergekickt. Es gibt einen Shortcut. Ja. Genau wie wir uns das gewünscht haben. Ah. Alter! Ich bin tot. Ich konnte da nicht rausdashen aus diesem. Okay. Oh, ich könnte schon wieder kotzen. Boah. Freust dich eine halbe Stunde, um nach 5 Sekunden dann am Ende zu sein. Das ist nie das erste Mal. Oh, der hat sich transformiert, geworbt gerade, ne? Ja, macht sich schon mal schon die ganze Zeit. Ja, ja. Ich wollte nur unsere hinzugekommenen Zuschauer gerade. Ja, da kannst du nichts machen. Nee. Weil du kannst vielleicht durchrollen und dann nochmal schnell wegdashen, aber dafür musst du erstmal die Ausdauer haben. Gut. Oder auch nicht, wie man es nimmt. Ja, wir haben jetzt den Shortcut. Wir sind jetzt. Nee, das heißt nicht, dass wir nach rechts. Und 17.000 Seelen. Wieso hast du deine Seelen behalten und ich meine. Ich habe keine Ahnung. Dieses Spiel geht mir manchmal auf die Nuts, ey. Was machst du denn jetzt für eine Scheiße schon wieder? Komm! Wir sind doch hier wieder völlig falsch, oder nicht? Ja, ich. Ja, wir müssen die Abkürzung, ich glaube. Wo ist denn die Abkürzung? Ach, na, links und dann hoch. Oder gab's da? Ich denke immer, man fällt da runter. Jedes Mal bleibe ich kurz, halte ich inne. Wieso hast du deine Seelen noch und ich nicht? Ich weiß es nicht, dafür habe ich eben kein Seelentier gehabt. Aber ich möchte es einfach nur verstehen. Das kann dir niemand erklären. Nehmen wir den mit? Natürlich, ja, nehmen wir den mit. Eh daher. Ach, wunderbar. Ja, mit dem Rollen, das gefällt mir immer besser. Das sag ich schon. Mit dem Blocken, das war nicht schnell, habe ich nur 35 Schaden genommen. Ja, ist auch nicht schlecht. Nee, nee, nee. Ich hab's noch knacken hören. An die Kniescheibe. So, jetzt nochmal das gleiche Spiel. Warte, heil, heil. Ja, ja, heil, heil, Meister. Ich werde erstmal wieder. Vielleicht ist es ist natürlich auch nicht gegen. Göttliche gesegnete schwach. So. Geistvolle Wundversorgung ist bei mir eingeloggt. Von mir aus kannst du. So. Und jetzt einfach mal ein bisschen gucken, was die macht. Das möglichst in der Mitte halten, ja, würde ich sagen. Und sobald die Pools kommen. Ja, genau. Muss man auch einfach mal aussitzen. Okay, jetzt ist er. Das ist aber perfekt. Oh, ey, guck mal. Was macht sie? Was macht sie? Der Kopf, der Kopf, der Kopf. Nein! Ich bin fast tot, ich okay, bin tot. Alles klar, ich hol dich wieder. Sehr gut. Okay, Vorsicht, Vorsicht. Sehr gut. Auf den Kopf. Ist der Kopf der Weak Spot? Ja, da habe ich eben 500 Damage gemacht, okay. Einmal. Oh! Oh. Ei, ei, ei. Heil dich, heil dich, heil dich. Och! Boah, im letzten. Das war gut. Das war aber das Timing mal mit mir. Nein! Ah, die macht aber mehr Pools dann irgendwann, ne? Na gut, der hat ja 2.0. Ja, ja. Da kommen wir weg. Ah, das ist doch. Aber nicht im Pool. Mann, jetzt hast du mich abgelenkt, Colin. Ich bin gestorben, weil ich nicht im Pool stand. Ich habe die falsche ich hatte scheiß Scherben ausgestattet. Und während ich oben gesucht habe, hat die mich gekillt. Und du hast mich erschreckt und mit deinem Und ich hab dich einmal wiederbelebt. Ja, trotzdem hast mich erschreckt. Okay. 1:1. So, jetzt aber. Das war alles. Das darf nicht panisch werden. Wie ein Jetpilot muss man spielen. Konzentriert. Präzise. Nehmen wir mit oder ignorieren? Ja. Man fragt, wenn du das noch einmal fragst, rast dich aus. Das war das letzte Mal, dass ich geheilt habe. Vielleicht auch nicht. Wo bin ich denn überhaupt? Da.
Au, au! Hier, ich komme heilen. Für uns beide. So. So ein harmonisches Miteinander im ersten Take. In der ersten, so. Und jetzt schon wieder, so, ich mach wieder hier, ich bereite schon mal die geistvolle Wundvorsorge für uns beide vor. Von mir aus können wir. Oh, jetzt habe ich aus Versehen das dicke, ist egal, viermal heilen werde ich eh nicht schaffen. Ready? Ja, bitte, 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 das geht alles von meiner magischen Schwertwaffe ab. Haust du eh nicht zu. Ich kostet mich jetzt mal aufs Heilen. So, irgendwie habe ich hier einmal richtig Damage gemacht. Da, 300, hast du gesehen? Ja. Ach, das ist doch... Alter. Du machst, glaube ich, derbe Damage. Ja, vielleicht gerade mit Holy quasi. Ja. Ich hab jetzt aber... Kann das sein? Ja, ich glaube, das war's schon du. Ich segne meine Waffe mal wieder göttlich. Komm! Oh, oh, oh. Ich lenk sie ab. Hier, ich. Oh! Jetzt ist ein Doppel-Loki. Ja. Was machst du? Ah! Was machst du? Was machst du da? Ich bin tot. Ich versuche dich zurückzuholen. Warte, aber ich muss. Worauf wartest du? Ich muss doch. Erst. Es ist nicht zu fassen. Ich muss doch. Ah! Das Problem ist, dass ich keine Fokusmagie mehr hatte und deswegen dich nicht heilen konnte. Weil ich schon die ganze Zeit... Ach. Weil du was? Ja, weil ich die ganze Zeit uns geheilt habe. Wieso heilst du uns? Wir haben doch Heiltränke. Warum benutzt du denn die Fokusmagie zum Heilen anstatt zum Wiederbeleben? Weil es schneller geht als das Reinwerfen vom Wundstück, behaupte ich jetzt und werde ich jetzt beweisen. Das ist doch saudumm. Benutzt doch bitte deine Magie zum Wiederbeleben und heilen die Heilflaschen. Oh, das jetzt wird hier nicht mehr wiederbelebt. Das ist jetzt vorbei. Irgendwann ist der Kelch. Ach, Colin, voll. Jetzt aber ernsthaft. Nein, irgendwann sagt man dann auch einfach, das meine muss nicht sein. Fresse, das ist ja taktisch sowas von bescheuert. Ich habe mich selber die ganze Zeit geheilt. Und du verballerst deine ganze Energie für das, wofür man gar keine Energie verballern muss. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ergibt. Macht überhaupt keinen Sinn, macht das. Ich bin wirklich sehr, sehr enttäuscht. Da gibst du einfach zu, dass du einfach wirklich gar keine Ahnung hast. Es ist so eine gemeine. Nee, das ist einfach gemein, ist, dass ich mit dir. Ich bin schon wieder zu. Es ist der Wahnsinn gerade. Jetzt ist unfassbar mit dir. Du bist wirklich der Anti-Gamer. So. Das. Ja, was sagst du? Ich gehe Tischtennis spielen. Ich gehe mit Martin Tischtennis spielen. Das ist einer, der Skill hat hier in dem Haus. Es ist so enttäuschend hier. Ja. Das hätte der Tag der Freude werden sollen. So war er zumindest angekündigt, hatten wir auch den Zuschauern gesagt. Und es wird der Tag der Enttäuschung und Schuldzuweisung fälschlicher Natur. Aber ja, das musst du doch jetzt wirklich auch zugeben. Da kannst du doch jetzt wirklich nicht rauswinden, dass das unsere Last-Chance-Waffe ist, dass du im Notfall mich wiederbeleben kannst. Da kannst du doch nicht deine Energie-Reserven so benutzen, dass du das nicht kannst. Dass du nicht die Zeit hast, erst noch ein bisschen Mana-Trank zu trinken und dann noch wieder zu beleben, das musst du doch wissen. Gut, gut, dann machen wir das jetzt genau so. Ich werde jetzt... Gut, machen wir das nicht. Du hast zwar davon profitiert, von meinem gemeinsamen kooperativen... Nein! Heil. Doch! Du hast es nämlich nicht gesehen. Weil ich hab, ja, ich das kann einfach, ja sein, aber ich habe mich auch selber geheilt. Ich habe wie so ein richtiger Stasi-Mitarbeiter im Hintergrund. Aber du musst mich ja gar nicht heilen. Ich kann nicht erstens ja, selber heilen und wenn ich sterbe, kannst du mich ja wiederbeleben. Ja, aber die... So wie hier zum Beispiel, wo ich immer sterbe. Nein, heute nicht. Rutschem, rutschem. Ja, genau. Springst du halt zu mir, du Affenprinz. Ich bin übrigens tot. Du hast mich jetzt gerade blocken. Nein, es war ein Fehler. Ich bin gerade an der Frustgrenze angekommen und mich echt gerade nervt. So. Pass mal auf. Ich werde jetzt mein Equipment so machen, dass ich schnell. Weil das ist natürlich eine. Das kennst du nicht.
Das Problem, was ist denn eigentlich der Metallene? Warum wird er mir immer wieder reingelegt, der fucking metallene Schockstein? Dass man durch mit links, rechts fucking Digipad, das ist halt noch nicht perfekt, durch alles durchscrollen muss. Durch Gegenstände, durch Zaubersprüche, durch alles. Und wenn da 8 Sachen drin oder 10 Sachen drin liegen, dann ist das halt. Da muss nur Wiederbeleben drin stehen. Nein! Eben nicht. Da muss auch Magie wiederholen drin liegen. Ich bin schon wieder tot. Ich sehe mich nicht mal. Ich sehe mich nicht. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, was ich mache. Au. Beleb mich doch wieder. Ja. Ja, aber warum sagst du ja und machst es nicht? Weil... Ich raste gleich aus. Du stehst oben auf dem Podest. Weil ich... So, jetzt nicht sterben. Das ist mein Auftrag an dich. Nicht sterben. Wir können doch wieder runtergehen nicht. Und sammeln halt Seelen. Es ist das erste Mal, dass du ein Rollenspiel spielst in deinem Leben. Sag mal, du kannst doch nicht flexibel hier die Levelziele ändern. Mal wollen wir den Bossgegner besiegen und mal sollen wir nicht sterben. Ich bin jetzt übrigens gerade gestorben, du musst zurückgehen. Jetzt hol bitte die Seelen zurück. So, bitte, jetzt. Erstmal die Aufträge des Herzogs. Das kostet mich schon wieder mindestens 3 Tage Lebenszeit. Jetzt ist mir das egal. Okay, wenn ich können wir das einmal bitte jetzt einmal sachlich bitte diskutieren, Colin? Möchtest du jetzt leveln oder wollen wir den Boss? Ich sage, ich möchte den Boss legen, aber für den Fall, dass wir gerade hier ableben und eh zurückgehen müssen, um uns wieder aufzufrischen, kann man wenigstens die Seelen mitnehmen. Dann kannst, und wenn du weißt, dass du dich eh auffrischen gehen musst, weil wir zu viel Damage genommen haben, dann kannst du auch Full Circle gehen. Mach mal das genauso. Entweder wir schaffen den relativ flawless, ohne irgendwie... Oder wir schaffen ihn nicht. Oder wir schaffen ihn nur unter Mithilfenahme von Mitteln, weshalb wir danach uns wieder refreshen. So machen wir es. So wird es jetzt gemacht. Also das ist doch... So. Jetzt bitte, du bist mit halber Lebensenergie. Ich erinnere dich nur dran. Oh, wieso denn eigentlich? Guck. Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil du nicht... Na, wir waren gar nicht refreshed. Nee, weil wir gar nicht... Wir haben ich bin refreshed. Ich nicht. Ja, du bist aber fast refreshed. Nee, warum du bist einfach nur auferstanden, weil du nur auferstanden bist am Grabmal. Wir haben das aber nicht aktiviert. Absolut. Ist aber auch scheißegal, weil das bisschen Futzelenergie da oben, wenn das jetzt über gut und schlecht entscheidet, dann... Ich habe jetzt mal eine elementare Frage. Bitte. Wie oft kannst du mit deinem Mana-Balken wiederbeleben, ohne Mana-Sachen zu fressen? Mein Gefühl sagt mir 3-mal. 2-mal mindestens, aber ich glaube 3-mal reicht mittlerweile. Aber dann weiß ich, denk dran, ich habe hier oben... Das ist meine Lebensenergie, auf die wir uns jetzt geeinigt haben. Nicht mehr die Wundversorgung. Hier ist mein Mana wiederholen. Das holt eine Wiederbelebung zurück. Vielleicht auch 2, weiß ich nicht. Aber hier ist viel zu schaffeln. Deswegen, ich muss immer ein bisschen gucken, was geht. Und ich brauche auch die göttlich gesegnete Waffe. Nee, die brauchst du zum Beispiel nicht. Doch, weil die Power macht. Ja, aber, na gut, mach. Oder mach, doch, mache ich. Gut. So. Ich habe jetzt den Trigger auf Auferstehung. Du? Ja, ich habe kurz gezögert. So, so machen wir das jetzt. Du musst mir dann bitte auch sofort sagen, wenn du tot bist, damit ich weiß. Ja, ich schreie. Gut, weil ich habe jetzt nämlich gerade, das ärgert mich jetzt schon wieder, ich habe jetzt im Slot das Wiederbeleben. Ich weiß nicht, ob das gut war. Ah! Ich brauche ja erstmal, wenn ich nicht mehr lebe, kann ich dich auch nicht wiederbeleben. Ne? Das ist also... Was war jetzt das Problem? Kann ich dir genau sagen. Ich wurde von Querschlägern getroffen. Da kannst du auch nichts machen. Die sind 4 Pools. Ich stand im sicheren Bereich. Und da kamen die Scheißdinger so flach eingeflogen. Ach, was rede ich denn überhaupt? Was erkläre ich dir denn? Ey, ich bin bei 3000 Gold mittlerweile angekommen. Wenn es so weitergeht, habe ich Schulden in dem Spiel. Mir wird aber auch Gold abgezogen. Du musst eine Hypothek auf meine Waffe nehmen oder so. So. Das ist doch nicht zu fassen. Frag bloß. I double dare you, ey. Und ich sehe schon wieder nichts. Ich bin schon wieder tot. Es ist so lächerlich, ey. Warum kommt denn keine Werbung, wenn man sie gebrauchen kann? Warum kommt die immer nur dann, wenn man denkt, jetzt wird's cool? Ernsthaft, ich kotze gleich. Ich wirklich. Wir müssen ich merke gerade wirklich, wie sich das in meinem Magen zusammenbraut, zu einem Klumpen Kotze. Bei mir ist es nur reine Wut. Gemischt mit dem Fischstäbchen, die ich mir gestern Nacht noch reingepfiffen habe. Und jetzt sollten wir wirklich mal wieder runterfahren und sagen, wir sind Könige. Fairerweise sagen, muss man wirklich auch zugeben, dass Fischstäbchen auch der Shit sind. Ja. Also Fischstäbchen sind wirklich
ein All-Time-Classic, würde ich sagen. Ja. Und wenn man erstmal rausbekommen hat, wie man sie... Siehst du, ich sehe mich nicht. Da unten ist ein Lattenzaun, warum auch immer. Und ich bin wieder tot. Ja. Warte, so, siehst du, das ist das... Wo ist dieses Zeitfenster? Wie lange der braucht, um aufzustehen? Jagen! Der ist nicht, man darf einfach nur nicht zu gierig werden. Das ist einfach nicht, man muss nicht sterben. Man muss nicht sterben an dieser Stelle. Ey, ich hasse ihn so krass sehr. Ich kann es gerade. Oh Gott. Bei mir läuft gerade 100% Hass durch meine Venen. Ja. Wirklich. Ich würde, wenn ich jetzt ein kleines Kind mit einer Capri-Sonne auf der Straße sehen würde, ich würde die Capri-Sonne klauen und voll in den Augen des Kindes. Mein Freund? Alter! Wirklich die Capri-Sonne aus der Hand schlagen. Oh, Capri-Sonne. Ne, Capri-Sonne ist eigentlich. Capri-Sonne war immer nur cool, weil die Verpackung. Kinder. Ja. Ach Mann, immer zu früh schlagen und nicht rollen! Ich bin fast tot. So. Ich bin tot, weil ich am Bildschirmrand war und mich nicht mehr bewegen konnte. Das Problem ist, es lohnt sich kaum, doch, das zu machen. Doch, das sind 5500 Seelen. Ja, aber das geht ja alles von meinem... Von meiner, ja, aber als ob du mich 6-mal wiederbeleben würdest, jetzt beim Endboss. Das ist doch völliger Quatsch. Vielleicht 2-mal, wenn es hinkommt. So, noch mal realistisch bleiben. So. Das passt. Ja. Das ist halt auch scheiße, wenn du einen so auf den Kieker hat. Ja, ich bin doch schon wieder tot. Es ist halt einfach auch von der Kollisionsabfrage so weird, das Spiel. Weil man rafft manchmal nicht, rollt man jetzt durch oder erwischt der einen, dann ist die... Also ich roll eigentlich immer erst dann, wenn ich merke, er bewegt sich nicht mehr, weißt du? Weil ich dann weiß, ich bin an der... Ach. Ja, genau! Es... Ja. Der wird immer härter, habe ich das Gefühl. Also er steckt gerade sehr viel ein. Aufträge des Königs haben wir doch auch nicht gekriegt. Kann es sein, dass der irgendwie immer härter wird? Das kann sein. Ich weiß, das weiß ich. Also am Anfang haben wir den doch relativ flott gelegt, ja, und jetzt mittlerweile müssen wir uns 2-mal wiederbeleben. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das ist so ein Elend, ist das schon wieder hier. Ich dachte, wir machen diesen Level hier zack. Auch nach der ersten Begegnung mit der alten Unke da oben. Ach ja. Ich habe echt gedacht, das wird relativ easy hier, genau, und jetzt hängen wir hier schon wieder... Aber jetzt, das Problem ist, dass wir auch schon wieder uns von innen zerfressen. Und diese Wut, diese Auflösungserscheinung, diese innere Anspannung... Ich krieg immer den First Strike, ey. Ja, man muss ihn eigentlich fast schon kommen lassen. Er hat eine Reach. Boah, ich mache aber auch gar keinen... Wo das was... Ich glaube, ich komme rein gerade. Siehst du, das jetzt ging jetzt viel schneller. Ja, das ist richtig. Der hat sich irgendwie aufgedingst. Ich meine, neben Rotscherben. Ja. Wieso wird mir eigentlich immer wieder der metallene Schockstein? Wie oft soll ich ihn denn noch rausnehmen? Aus meinem Inventar. Was macht der überhaupt? Mann, weiß ich auch nicht. Ich bin zu faul zu gucken. Zu faul, ein Menü weiterzuschauen. Nee, das ist mal zu früh. So, jetzt aber. Ich habe ein gutes Gefühl jetzt. Ja, ich eigentlich auch. Ich eigentlich auch. Könnte mir eigentlich die scheiß Rotscherben aus dem Inventar knallen noch. Warte mal, bevor du springst, lass uns kurz bitte einmal vorbereiten. Ich nehme die Rotscherben jetzt auch mal raus. Mhm. Damit ich... Also heilen, ja, zur Sicherheit, das brauche ich, falls es auf Messer schneidet. Bist du dir denn sicher, dass die göttliche Sägung wirklich mehr Schaden macht? Weil du hast ja noch gar nicht ohne versucht. Ja, im Zweifel kann man natürlich auch sagen, wenn man sagt, du bist derjenige, der eher die Damage macht und ich konzentriere mich ein bisschen mehr darauf... Also noch mehr als sonst. Aber ich meine, gut, es ist ein... musst du entscheiden. So. Also. Das, aber die sehen sich auch so leider teilweise so ähnlich. Die beiden Mitte und links, mhm, dieses Kreuz, es ist... Ja. Ach komm, ich gehe jetzt mal den Mut. Also, das hier ist für Ding, für Mana, das ist für Körper. Mhm. Das ist die Auferstehung und das ist zur Not meine geistvolle Wundversorge. Okay, ich verzichte jetzt Was meinst du denn, ey, ganz kurz, der Schaden, den die macht, ne? Ja, stimmt, was macht was die? Meint, das ist doch bestimmt Arkan, oder? Ja. Oder heilig? Ist das heilig oder Arkan? Wo ist überhaupt der Unterschied? Weiß man nicht, ne? In einem Excel-Dokument in der Übersetzung. Was habe ich jetzt nochmal? Aber du hast, vielleicht sind wir auch noch nicht perfekt
ausgestattet. Das ist auch richtig. Oh, erhöht Rollgeschwindigkeit. Das könnte ich eigentlich mal machen. Das ist das Salz. Das war der rücksichtslose Ausdauerermüdung. Ist auch nicht schlecht, aber vielleicht sollte ich doch... Also Blitzschaden oder sind das Blitze, kleine? Nee, ne? Ja, es könnten auch Blitze sein. Aber pass mal auf, ich nehme jetzt mal... Wir haben doch, glaube ich, gegen alles. Geschicklichkeit, Heilungen. Was war das? Erhöht Kraft von Heilungen. Nein, den brauchen wir nicht. Generiert HP. Ist das Blitz? Ist es Arkan? Ist es eilig? Es kann alles sein. Ja, man weiß es nicht. Aber wir können ja mal gucken, das einfach mal auszuprobieren. Sollten wir davon ausgehen, was nicht passieren wird, dass man nochmal stirbt. Ausdauer. Arkana. Hast du jetzt Arkan-Schaden aktiviert? Nee. Ich mach mal Arkan-Schaden und vielleicht sieht man ja einen Unterschied. Okay. Und was, gegen was ist sie denn vielleicht... Ich habe das gefräßige Argument, dass HP klaut. Ich glaube, das bringt bei ihr nichts. Vielleicht sollte man auch hier mal gucken, ob man gegebenenfalls... Ich mache mal Feuerschaden. Und mal dann gucken, ob das mach was ich, Ich mache jetzt erhöhten Angriff mit Salz, mir egal. Okay. Alles dann, klar? Ja, Auferstehung ist eingeloggt. Auf ein neues. Nicht so schwer sein, die Drecks. Das kann auch nicht so schwer sein. Man darf nur nicht zu nah an dem, an diesem Puls stehen, die sie macht. Ja, genau, was soll ich denn da machen, Mensch? Genau, was du da machst. Ja, weil die viel weiter nämlich schießen als nur diese Pools. Schnell. Ja, aber du machst es aber gut. Oh, die Sau. Hast du das gesehen? Du hast noch zwei herzhafte Rollen. Alles gut. Oh, hab ich sie nicht gesehen, ey. Das ist ein fieser Move. Ach du Rattenkind. Alter, was soll man denn da machen, ey? Ja. Genau. Ja, keine Chance. Die kündigt ihn auch nicht so richtig an, diesen Transporter mit dem Triple-Hammer. Die zuckt so ganz kurz, aber es gibt nichts, ich habe nichts beobachten können. Also, ganz wichtig, nicht an die Wände stellen. Da bin ich sofort gestorben bei der ersten Attacke. Das ist bestimmt diesen scheiß metallenen Schornstein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist wie phänomenal. Ich bin gestorben, aber ich habe jetzt meine 11.000 Salz. Das ist irgendwie so... Na, als Belohnung dafür, dass ich eine Stunde allein gegen ihn gekämpft habe. Oh, Feuerschaden ist hier, glaube ich, eine unglaublich gute Sache. Ne? Ich schlag nur ganz normal zu. Ich bin tot. Vielleicht ist das ein Indiz, dann mache ich das jetzt auch. Ja, vielleicht du meinst für das, was da noch kommt. Das kann sein. Wo ist denn Feuerschaden? Das da? Das da, Impen. Wie man immer so, ich habe auch erst gedacht, der ist nicht so schwer, der Bossgegner. Also bei anderen Gegnern. Da ist er ja auch eigentlich nicht. Nee, ja, also ich meine, der läppert sich ja natürlich ganz geworden. Oh, Mist. Oh, komm zu dir. Alles klar.
So. Ich stehe schon wieder da, wo ich hin wollte. Ist ja nicht dein Ernst, Colin. Ey, du musst doch mal länger als 2 Sekunden ich überleben. Geil, wie automatisch deine Laune hochgeht, wenn ich. Nee, ich weiß einfach, dass ich, wie sehr es einen abfuckt. Ich hab mich noch einmal heilen können. Ich hab echt gedacht, die Attacke geht gegen dich. Oh, diese blöde. Jetzt ab. Aber ich verstehe es ehrlich gesagt wirklich nicht, wieso es dauernd passiert. Du hast trotzdem 16.000 Seelen. Das ist so unfair. Du kriegst immer mehr, ich krieg immer weniger. Ja, auch mit dir alle letzte. Ich krieg immer weniger. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ah! Tot. Du bist tot? Ja. Wer hätte damit rechnen können? Guck, jetzt ist er nämlich so, jetzt schimmert er so. Ja, das jetzt gab es plötzlich 10.000 Salz. Ja, weil der deine Seelen hatte. Ah. Das ist wie bei, ne, beim anderen Spiel, was wir kennen. Ich muss wieder meinen Schockstein wegnehmen. Und jetzt gucke ich mal einmal, was er ist. Was hat der Schockstein zu bedeuten? Bringt ihn an eure Waffe an, um euren Angriffen Blitzschaden zu verleihen. Warum zur fucking Hölle ist der da? Das wird jemand natürlich bestimmt jetzt in den Comments erklären die ganze Zeit. Und zu Recht. So, wir müssen Werbung machen. Ja, wir machen Werbung. Ich mach mal schnell. Wir machen Werbung.